Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Wir befinden uns hier in der Magieakademie von Shardayan und kümmern uns momentan um das Kulturinstitut hier bei der Hinageshi und da machen wir weiter. Heizen mit Erzheim. Der Professor hat direkt den nächsten Auftrag für dich. Ist das nicht toll? Haben wir gegrüßt. Wir sind gerade dabei, unsere Ergebnisse der Betrachtungen von Razzatan zusammenzutragen. In der Zwischenzeit möchte ich dich schon einmal damit beauftragen, die nötigen Erzeugnisse für die nächste kulturelle Nachstellung zu beschaffen. Und wo geht es hin? Du machst es doch nicht so spannend. Nach Gardewald. Ins Kaiserreich? Damit hätte ich jetzt am wenigsten gerechnet. Was von dort sollte uns denn das Leben verschönern? Ich kann deine Vorbehalte durchaus verstehen. Wenn wir Gardewald hören, denken wir unweigerlich an Invasionen und unsägliches Leid. Doch auch mit den Galeanen werden wir eines Tages vielleicht Frieden schließen und Seite an Seite leben. Ich würde daher gerne einmal simulieren, wie wir Gästen, die der Nutzung des Äthers nicht mächtig sind, das Leben hier so angenehm wie möglich gestalten können. Professor Tankin, ihr seid und bleibt ein Mann der vielen Überraschungen. Ihr denkt nicht nur an das Hier und Jetzt, sondern habt auch zukünftige Beziehungen im Blick. Das ist ja eine solide und vorausschauend für euch. Vielen Dank, Hinageshi. Jedenfalls hätte ich diesbezüglich eine Bitte an dich, Abenteure. Für meinen Versuch bräuchte ich etwas, das sich nur in Gardewald beschaffen lässt. Das könnte zum Beispiel ein regionsspezifisches Erz sein oder eine Frucht, die sich an die unerbittliche Kälte dort angepasst hat und gedeihen kann. Gut, Erzeugnisse aus Gardewald können in der Nähe des der Direktionsstelle G abgebaut werden. So, dann gucken wir mal. So, für die Nachbildung kultureller Errungenschaften stützen wir uns auf die vielen Schriften aus dem Numenon und wissenschaftliche Abhandlungen anderer Forscher. Aber vieles versteht man erst richtig, wenn man es selbst ausprobieren kann. So, Erzeugnisse aus Gardewald. 6 Stück, wieder den gleichen Sammlerwert, das kriegen wir hin. So, Erzeugnisse aus Gardewald. Da haben wir es, ja. Direktionsstelle G. Das ist ja hier unten. Dann auf Norcamp Splitterglas. Habe ich noch vergessen, das wieder auszumachen. So. Gut, das könnte schon die erste Abbaustelle sein. So, Erzeugnisse aus Gardewald. Da haben wir es ja schon. Gut, prüfender Blick. Intuitive Lese. Ah, das reicht nicht. Dann nochmal. So. Dann dreimal sammeln. So, und jetzt brauchen wir noch eines. So, da drüben haben wir ja welche. Ah, das reicht. Ja, die fachkundige Lese ist ein voller Erfolg. Die Belastbarkeit ist nicht gesunken. Das wäre jetzt total super. Aber wir brauchen im Prinzip nur noch eins, aber ich baue jetzt trotzdem mal alle ab, weil, mein Gott. So. Zurück nach Shardayan.
So, Hinakeshi, da sind wir wieder. So, bitteschön. Was für eine tolle Qualität. Damit wird es uns ganz sicher gelingen, Galemal so nachzubilden, wie es vor dem Bürgerkrieg war. In Ausschnitten, versteht sich natürlich. Das Mineral, das du besorgt hast, ist zur Herstellung extrem harter Legierungen wie Adamantit unabdingbar. Ohne dieses Material hätte es die galeische Magitech-Technologie in ihrer heutigen Form nicht gegeben. So, mit den Erzeugnissen, die du beschafft hast, vollenden Professor Tankin und Hinakeshi ihre Nachstellung der galeischen Kultur. Das ist jetzt aber sehr wenig. Kultur. Na gut. Noch eine Erzheimerheizung. Und Schusswaffen. Wie mollig warm das ist. Die Kleidung hat tolle isolierende Eigenschaften und die Magitech-Heizung erzeugt eine sehr angenehme Wärme. Die Schalianer werden Kopf stehen, wenn sie das sehen. Da pflichte ich dir bei, meine Liebe. Allerdings wurde uns die Heizung nur für die Dauer dieses Projekts zur Verfügung gestellt. Danach müssen wir sie an die Akademie zurückgeben. Vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Mir läuft nämlich schon der Schweiß den Rücken runter. Oh, ist das heiß. Dann willst du die heiße Suppe, die ich mir mit dem eigens dafür gebauten Magitech-Herd gekocht habe, vermutlich nicht probieren, hm? Wie? Doch, natürlich. Wie könnte ich mir die entgehen lassen? Magitech-Geräte fußen auf Erzheim-Antrieben. Im Gegensatz zu natürlichen Energiequellen wie Wasser oder Windkraft sind diese völlig unabhängig von Witterungsbedingungen und ermöglichen überall und jederzeit eine beständige Energieversorgung. Darüber hinaus ist das Ganze in einer Maschine verbaut auch relativ ungefährlich und kann, ein ordentliches Handbuch vorausgesetzt, spielend leicht bedient werden. Kein Wunder also, dass das Kaiserreich so sehr auf den technologischen Fortschritt gesetzt hat. Massenhaft hergestellte Maschinen haben die Produktivität angekurbelt und die so frei gewordenen Ressourcen an Zeit und Arbeitskraft konnte man wiederum für die Entwicklung neuer Technologien verwenden. Allerdings darf man nicht außer Acht lassen, dass die Vorräte an Erzheim endlich sind. Man müsste also bereits jetzt mit der Suche nach einer alternativen Energiequelle beginnen. Außerdem wäre es vermutlich vermessen von uns, die Schätze des Planeten einzig für uns beanspruchen und aufbrauchen zu wollen. Es muss also eine nachhaltige und umweltschonende Lösung gefunden werden. Dafür schmeckt eure Suppe aber einfach phänomenal, Professor. Es wäre mir ja schon bei unserer Versuchsreihe in Razzatan aufgefallen, aber ihr seid wirklich ein ausgezeichneter Koch. Ach was, ich habe mich lediglich nach bestehenden Rezepten gerichtet, aber es freut mich natürlich, dass es dir schmeckt. Es gibt noch so viele Gerichte, die ich gerne ausprobieren möchte. Wenn es dir nichts ausmacht, dann koche ich ab heute jeden Tag für dich. Aber natürlich nicht. Der Professor und ich sind uns auf einem Schlag so viel näher gekommen, findest du nicht? Wenn es so weitergeht, dann läuten zum Ende dieser Forschungsreihe... Jetzt kriege ich ja ganz rote Ohren. Du musst mich unbedingt weiter unterstützen, hörst du? Unbedingt! Ja. Der Beitragsrang im Kulturwissenschaftlichen Institut ist gestiegen. Hinakeshi ist beeindruckt von deiner guten Arbeit und sieht nun einen fortgeschrittenen Heiratsvermittler in dir. Okay. Ach ja, da hinten sieht man auch übrigens die Kleider, die hier angefertigt werden. So. Möhrchen und Hasenöhrchen. Welche Kultur wir uns als nächstes vornehmen, ich bin im positiven Sinne aufgewühlt. Seien wir gegrüßt, Abenteuer. Wir werden uns noch ein wenig weiter mit Galemal beschäftigen, aber dich würde ich gerne schon mit der Vorbereitung der nächsten Versuchsreihe beauftragen. Auf welchen kulturellen Pfad wir uns diesmal begeben? Nun, heiße und kalte Region haben wir ja bereits abgedeckt. Gibt es diesmal weiter in eine Richtung, die nichts mit dem Klima zu tun hat?
sehr gut kombiniert, mein lieber Hinageshi. Granemals Leistungen im Kampf gegen die Widrigkeiten der Natur sind beeindruckend, aber sie beruhen auch zu einseitig auf der Nutzung von Erzheim. Man stelle sich nur einmal vor, die Reserven versiegten. Wie soll ein Volk dann dort überleben, wo nicht ein einziger Grashalm wächst? Das klingt in der Tat beschwerlich, aber würde sich an einem solchen Ort denn überhaupt jemand niederlassen? Das ist genau der springende Punkt, mein lieber Hinageshi. Ich möchte untersuchen, wie sich Kulturen unter extremen Bedingungen entwickeln. Doch in bewohnbaren Regionen, unbewohnbaren Regionen, nur ja, der Name sagt es ja schon, lebt für gewöhnlich nun niemand, mal niemand. Es fehlt uns also leider an Anschauungsobjekten. Die Bewohner unbewohnbarer Regionen. Ein wirklich faszinierender Widerspruch. So wunderbar akademisch. Du bist viel herumgekommen, nicht wahr? Hättest du vielleicht eine Idee, wo wir unser Vorhaben verwirklichen können? Vielleicht im Mare Lamentorum oder wie wär's mit dem Mond? Wir sagen mal Mond. Eine Siedlung auf dem Mond? An einem Ort namens Mare Lamentorum? Das... Also ich weiß nicht... Selbst wenn es da eine gäbe, wie wolltest du denn an entsprechende Erzeugnisse gelangen? Das lassen wir meine Sorge sein. Es ist dir möglich, zum Mond zu reisen? Diese Abenteuer erstaunt mich doch immer wieder. Wirklich toll. Allerdings ist der Mond für uns ein völlig unbeschriebenes Blatt, wie ich zugeben muss. Ich wüsste also nicht, um was wir dich bitten könnten. Aber du machst es schon. Bring uns einfach etwas mit, das du für geeignet hältst. Erzeugnisse vom Mond können um das Schwert der Erde abgebaut werden. So. Gut, dann... So, wie sollen wir mit der Sache mit dem Mond bloß aufbewahren? Ich meine, was, wenn sie uns hier einfach zerbröseln oder so? Das wäre ein herber Verlust. Erzeugnisse vom Mond. Möhrchen? Okay. Gut, Erzeugnisse vom Mond. Da haben wir's. Schwert der Erde ist... Ja, gut, das Ganze dort links. Ja, links. Ganz rechts auf der Karte. So, irgendwo dort hinten mit dieser Ausbuchtung. Interessant, dass dieser Mond auch einen Ring aus Kristallen hat, wenn man es so mal betrachtet. Also einen minimalen Ring aus Kristallen. So. Erzeugnisse für Mond, da haben wir sie ja. Gut, dann haben wir das noch. Belastbarkeit ist nicht gesunken, das ist natürlich hervorragend. So, haben wir schon mal 3 Stück. Und im Optimalfall hier auch nochmal 3. Wenn es klappt. Brauchen wir noch. Gucken, wo die nächsten Abbaustellen sind. Gut, das wäre erledigt. Zurück nach Schalean.
So, da sind wir wieder. So, du warst also wirklich auf dem Mond? Wahnsinn. Ich kenne mich mit der silbrigen Scheibe zwar überhaupt nicht aus, aber das hat hier etwas ganz Besonderes. Das sehe ich auch so. Aber warte mal kurz. Das sind ja Möhren. Mondgesteine steckt also Gemüse? Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Na, vielen Dank jedenfalls. Wenn du wüsstest, was da oben alles rumwuselt. So, mit den Erzeugnissen, die du beschafft hast, vollenden Professor Tankin und Inageshi ihre Nachstellung der Kultur des Mondes. Das ist überraschend. Sagt mal, Professor, sieht es auf dem Mond wirklich so aus? Irgendwie ist alles so groß. Natürlich, mein lieber Inageshi. Ich habe das alles anhand von Berichten der Loporit aus Mare Lamentorum akribisch nachempfunden. Das mag ja sein, aber ist dieser Anzug wirklich vonnöten? Nun, also, ich dachte, es würde uns sicher helfen, noch tiefer in die Kultur der langohrigen Hoppler einzutauchen. Aha. Was hat das alles mit diesen Möhren auf sich? Ich meine, ist es natürlich eine schöne Überraschung, dass dort überhaupt etwas wächst, aber ausschließlich Möhren? Da hat ja selbst die Schaleaner Küche mehr zu bieten, wenn mir diese Bemerkung erlaubt ist. Wer sollte denn da auf dem Mond leben wollen? Nun ja, nicht immer kann man sich aussuchen, wohin es einen verschlägt. Das hat die Geschichte ein ums andere Mal bewiesen. Vielleicht werden auch wir einmal zum Handeln aus Not gezwungen. Der Professor wirkt diesmal ein wenig bedrückt, nicht wahr? Naja, vielleicht sind Möhren ja nicht so nach seinem Geschmack. Zu romantischen Träumereien lädt diese Stimmung zwar nicht gerade ein, aber wir machen trotzdem weiter, ja? Alles klar, und dafür gibt es Karottenraspel. So, bald daran gestiegen, Nageshi ist beeindruckt von deiner guten Arbeit und sieht nun einen erfahrenen Heiratsvermittler in dir. Gut, ein neuer Auftrag für die Geschichte. Okay. So, weiter geht's. Wie zerronnen, so gewonnen. Auch auf dem Mond gibt es also Leben. Wer hätte das gedacht? Wo uns unsere kulturellen Forschungsreise wohl als nächstes hin verschlägt? Ich bringe frohe Kunde, einem Reisetagebuch, das ich schon vor längerer Zeit gestellt habe. Ein Reisegesuch, das ich schon vor längerer Zeit gestellt habe, wurde stattgegeben. Die nächste Kultur werden wir nicht hier in Schalean, sondern direkt vor Ort, hautnah erleben. Wirklich? Und wo geht es hin? Das macht es nicht so spannend. In ein Land weit im Osten, nach Hingashi, genauer gesagt dessen Einlass vor Kugane. Nach Kugane? Oh, wie schön, da gibt es bestimmt sehr viel zu entdecken. Die Reiseerlaubnis erlaubt uns leider nur einen kurzen Aufenthalt, den ich so effektiv wie möglich nutzen möchte. Du kennst dich in den östlichen Gewinnen doch sicher gut aus, oder? Ha, das habe ich mir doch gedacht. Hättest du in diesem Fall die Güte, uns ein wenig die Stadt zu zeigen? Natürlich. Vielen Dank. Wie ich hörte, werden wir am Pier 2 ankommen. Also schlage ich vor, dass wir uns dort treffen. Gute Reise. Gut, auf nach Kugane. Sein? Hm.
nach einer gewissen Weile. Wir sind über Razzatan angereist. Wie es der Zufall so wollte, gab es dort einen Verleih für hinganische Kleidung. Also haben wir uns schon einmal ausgestattet. Ich hoffe mir, dass wir so noch besser in die hiesige Kultur eintauchen und sie verstehen lernen können. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich in einem fremden Land bin, mit dem Professor. Dann lass uns doch mal sehen, wo ist denn das Schloss? Die Aussicht von hier lässt zu wünschen übrig. Gibt es vielleicht einen Ort mit einer besseren Sicht? Das Dach des Gasthaus Shiokase oder die Tasugare-Brücke? Ja, es gibt so ein Gasthaus, da gibt es ein Jump-Rätsel, um da ganz oben zu kommen, das ich nicht geschafft habe, weil ich dafür zu ungeschickt bin. Aber auf dem Dach soll ein ganz guter Aussichtspunkt sein. Ein Gasthaus? Ich weiß nicht, ob das wirklich ein angemessener Ort für eine redliche Wissenschaftler wie uns ist. Die hochprozentigen Ausdünstungen der Gäste könnten meine Sinne benebeln. In der Nähe soll eine schöne Brücke mit Klang vom Namen Tasugare geben. Warum versuchen wir es nicht dort einmal? Gut, dann eben auf die Brücke. Das ist also das Schloss Kugane. Ein wahrlich majestätischer Anblick. Mit unserem Bauten in Schalion ist das nicht zu vergleichen, obwohl wir ebenfalls ein Inselreich sind. Interessant. Es gibt aber zu bedenken, dass Kugane wohl kaum die Lebensverhältnisse im ganzen Reich widerspiegelt. Schließlich ist das hier nur ein kleiner Ausschnitt von Higashi und leider der einzige, der uns offen steht. Mit bloßen Beobachtungen ist deshalb nicht getan. Wir müssen uns mit den Einheimischen unterhalten, wenn wir das Leben diesem wirklich verstehen wollen. Nehmen wir zum Beispiel die himmlische Ruhe, die hier im Angesicht der letzten Tage herrscht. Erstaunlich, nicht wahr? So etwas lässt sich eigentlich nur dadurch erklären, dass die herrschende Schicht genauestens kontrolliert, welche Informationen ins Land gelassen werden und welche nicht. Oder aber man hält sich für stark genug, das drohende Unheil zu überdauern. Wie auch immer, die Beobachtungen hier werden uns sicher wertvolle Erkenntnisse liefern. Ich bin wirklich froh, dass wir die weite Reise auf uns genommen haben. Also ich würde ja gerne mal den Umineko-Teehaus einen Besuch abstatten. Die Reisklöße dort sollen phänomenal sein. Mein lieber Hinageshi, ich muss doch sehr bitten. Die Liebe mag durch den Magen gehen, aber kulturwissenschaftliche Studien doch wohl eher nicht. Wir sind nicht zum Vergnügen hier, vergiss das nicht. Entschuldigung, Herr Professor. Nein, ich habe mich zu entschuldigen. Eine solch strenge Zurechtweisung war der Sache nicht angemessen. Dass Kugane auch seine touristischen Seiten hat, ist ja unbestritten. Und es ist glücklich, dass du Initiative zeigst. Also bitte, erkunde die Stadt so, wie du es für richtig hältst. Danke. Mein Vorschlag wäre, dass wir uns erst einmal zu P1 begeben. Dort können wir gleich zwei Fliegen in einer Klappe schlagen, die Bauweise alter Lagerhäuser studieren und uns gleichzeitig eine Schmiede von innen anzusehen. Das hat ja nicht so geklappt. So, wo genau sind die da? Ganz da hinten, okay. Oh, diese Hitze. Unglaublich. So, als werden die schärfsten Klingen der Welt hergestellt. Verzeihung. Jetzt rede ich schon wieder wie ein kleiner Junge. Dabei habe ich Nageshi vorhin noch für mangelnde Professionalität gescholten. Nanu, wo steckt sie eigentlich? Nirgends zu sehen.
Ich war so von den Schmiedekunst hier gefesselt, dass ich ihr Verschwinden gar nicht bemerkt habe. Ob sie sich verlaufen hat? Ich werde auf der Kogane Dori nach ihr suchen. Sieh du bitte in Ichin-Bezirk nach. Naja, die wollte eigentlich ein bisschen noch Zeit mit dir verbringen. Hier, in dieser wunderschönen Atmosphäre. Hallo? Ob ich eine Frau gesehen habe, die verloren wirkte? Besucher verirren sich eigentlich nicht an diesen Ort. Ich würde mein Glück an deiner Stelle mal am Schloss versuchen. Von dort hat man eine gute Aussicht auf die ganze Stadt. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, ich bin im Dienst. Gut, dann auf zum Schloss. Gucken, ob sie hier ist irgendwo. Wir warten einfach mal. Nageshi. Oh, Herr Professor und unser treuer Glauber vom Dienst. Da bin ich aber froh. Ich hatte gehofft, dass ich euch hier früher oder später treffen würde. Verstehe. Ich hatte tatsächlich vor, mir später das Schloss anzusehen. Du hast dir unseren Reiseplan sehr gut eingeprägt, Nageshi, aber etwas anderes hätte ich von dir auch nicht erwartet. Doch sag, wo bist du bloß abhanden gekommen? Mich hat ein Händler angesprochen, als wir auf dem Weg zum Pier an der Kogane Dori vorbeikamen. Und als ich ihn endlich abgewimmelt hatte, da wart ihr schon verschwunden. Ich war wohl wieder nicht mit dem nötigen Ernst bei der Sache. Nein, nein, liebe Nageshi, ganz und gar nicht. Ich muss mich hier entschuldigen. Ich war so sehr in meine Forschung vertieft, dass ich Augen für nichts anderes mehr hatte. Du musst dir Höllenängste ausgestanden haben, allein in dieser fremden Stadt. Der Gedanke, dich mit einem fremden Land zu verlieren, ich hätte es mir niemals verziehen. Umso größer war die Erleichterung, dass ich dich gerade hier entdeckte. Wie groß müssen da erst deine Sorgen gewesen sein? Und so kann man es natürlich auch ausdrücken. Hoppla, irgendwie muss man sie doch trösten können. Ah, ich hab's. Ich bitte dich, das wirklich nur ungern, aber könntest du mir vielleicht ein paar Materialien für eine kleine Aufmerksamkeit besorgen? Dazu müsstest du zur Rubinsee reisen. Ich möchte einer gewissen Person damit eine kleine Überraschung bereiten. Weißt schon, das muttert sie sicher auf. Vielen Dank. Es wäre nicht gut, Nageshi in ihrem momentanen Zustand alleine zu lassen. Also bleibe ich hier in Kogane. Triff uns wieder, wenn du die Besorgung erledigt hast. Material für eine Schmuckhaarnadel kann am Höllenspund abgebaut werden. Gut, da brauchen wir tatsächlich nur eine. So, wo haben wir es denn? Gut, anscheinend ist es etwas größer. Material für eine Schmuckhaarnadel. Bin ich jetzt blind?
Gut, reisen wir erstmal zum Höllenspund. Ich finde das gerade irgendwie nicht. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es nicht irgendwas ist zum Abbauen, was auf Zeit irgendwie zufälligerweise dann erscheint. So, Höllenspund. Zum Abbauen. Da oben. Aha. Okay. Ja gut. Es war an einem Level 65er Abbaupunkt. Das muss man natürlich auch erstmal herausfinden. Gut, die sind immer noch dort beim Schloss. Zumindest in der Nähe. So. Aber wie es dann mit der Geschichte weitergeht und vor allem, ob wir es irgendwie schaffen, die doch zusammenzubringen, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Dann, ja, bedanke mich erstmal fürs Zusehen und dann, ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Mit Dämonen der Dunkelheit werden wir in die Welt des Lichts einfallen. Um endlich vom Tod zu kosten.